Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Nochmal was zu trinken mitnehmen und dann fahren wir los zum Angeln. Ich wäre soweit, genau. Hast du Benzin, hast du auch mit? Ja, ne? Mhm. Ohne verlasse ich doch gar nicht zu Hause. Oh, warte, Repair Kits nehme ich mit. Was nimmst du mit? Repair Kits. Ja. Ja, ist ja gut. Oh, komm, die Frau sitzt schon im Auto und hupt schon. So. Ist ja okay. Finde ich übrigens furchtbar, wenn Frauen im Auto sitzen und ihren Mann anhupen, dass er dann endlich kommen soll. Furchtbar. Das ist, ja. Weißt du, da willst du dich noch erst von der Geliebten verabschieden und dann nervt die Frau schon. Das ist schwierig, ist das, ja. Das ist ja recht. Fahr mal dahin. So, rückwärts rollen, das wäre jetzt geil, wenn er rückwärts rollen würde. Also, nein, wenn du von hier aus genau nach Süden fährst, kommst du direkt aufs Wasser. Ja, dann einfach stumpf nach Süden, kommst du ins Wasser. Komm hin. Unten links ist da noch eine Stadt am Wasser und unten rechts ist noch eine Stadt am Wasser. Mhm. Also, da gibt es noch einiges zu sehen. Es ist eine gewisse Entfernung. Ich schätze mal so weit weg wie das Wasser im Norden. Also alles Vor- und Nachteile. Entfernungstechnisch tut sich das nichts. Hupen war X, ne? Ja. Was lachst du? Es ist albern, aber schön. Das ist Hupen, ja. Ich finde das toll. Ja. Kitolinchen, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Wie gesagt, wenn die Farmpimps da und wenn es extra kosten würde, ich würde mir einen anderen Hup, also so 5 Huptöne, wäre geil. Ja, dü-dü-dü-dü-dü-dü oder sowas dann, ne? Ja, oder so aus den 30ern, so. Ja, so, auch super. Ja. Kann man den Hupensound nicht modifizieren? Ja, klar, du kannst alles modifizieren. Aber ja, das wäre ja dann nicht original. Das ist Vanilla, wie das Hardcore-Event, da spielen wir auch Vanilla. Ja, ja, klar. Hast du letztes Mal gesagt, das hat der Muriana sogar in seinem Best-of im Video drin. Mhm. Ich weiß, da wird alles mitgeschnitten, was man sagt und macht. Ja. Zu Recht. Da kannst du wirklich sehen, das Internet vergisst nichts. Nee. Nur die Leute, die im Internet spielen. So viel wie ich vergesse. Ja, klingt wie Wildgänse. Naja, nicht ganz wie Wildgänse. Eischwei. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, so könnte es heißen. Grüß dich auf jeden Fall. Schön, dass du reinschaust. Hallo. So. Hast du einen Film gesehen? Amy und die Wildhupen? Gänse, meine ich. Die Wildhupen. Das muss geklippt werden. Amy und die Wildhupen. Die Hupen vor allen Dingen. Ah, ist schon klar. Die Wildhupen. Alter Schwede, ey. Der Welle, der haut einen raus, richtig auf die Hüfte. Holen sich jetzt den Jamba Sparo, 5 Leute. Oh Mann. Genau. Ich sag nur MeToo. Die Wildhupe. Ja, da kriegst du Ärger. Ja. Mit den wilden Hupen. So. Ein Traum. Repair-Kits braucht doch keiner. Ja, genau. Eben. Aber ich habe jetzt trotzdem welche mitgenommen. Ja, das merkst du dann, wenn dein Bike im Sack ist. So, oder ich sehe Wasser. Wasser gefahren bist. Ist hier noch kein Wasser? Also du siehst aber die Wüste, oder? Ja, ich sehe die Wüste und ich sehe links die Stadt. Ja, und ganz hinten am Ende, am Rand der Wüste ist Wasser. Ja, links ist eine Stadt und rechts taucht auch nochmal was auf. Da müsstest du auch schon sehen. Ja, nee, schon ein bisschen mehr, aber... finden wir neue Krokodile. Wie hast du denn das gemacht? Du was bist denn? Einfach an mir vorbei. Ja, weil ich schneller bin. Ja, wie kannst du denn schneller sein? Ach, du hast einen anderen Motor. Bike. Ja, ich habe einen anderen Motor drin. Mein Bike ist gepimpt. Ja, ich habe jetzt natürlich auch nicht das... Oh, geil. Ah, hast du das Echo gehört? Voll cool. Ja, geil. Läuft bei uns. Wieso friere ich, wenn ich durch die Wüste fahre? Was ist denn das für eine Palme? So viel Glück hatte ich noch nie. Entweder Kokos oder Datteln. Siehst du oben, ob die Bällchen dick oder die klein sind? Dattel. Ah. In einem Strand.
Hab ein eiskaltes Getränk in meiner Hand. Hab die Sonnenbrille auf, okay, was gebraucht. Was Kühles habe ich jetzt nicht mit. Aber da sind, sind auch einige Krokodile, glaube ich, da irgendwie gewesen, glaube ich. Oder ja, Krokodile, andere nervige Tiere jedenfalls, glaube ich. Ja, und Schäferhund sehe ich hier. Und Schlangen, okay. Richtig, Schlangen waren ja, glaube ich, so viel. Also, okay, alles klar. Wo bist du denn? Ach, da unten. Ich bin hier am Ufer. Ja, ich angel da mal etwas weiter rechts von dir. Wir wollen uns nicht gegenseitig die Fische wegnehmen. Wie mache ich denn das? Ach so, Fisch, use? Ach, ich bin Trottel. Natürlich haben wir vergessen, Regenwürmer mitzunehmen. Wieso? Wir haben noch Köder. Ja, die sind nur zum Anködern. Du musst angeln mit Regenwürmern. So, lass mal gucken. Ich habe eine Schaufel dabei. Da ist grün. Wieso kennst du in der Wüste keine Regenwürmer? Doch, klar. Ich glaube nicht. Sandwürmer vielleicht? Ich fahre mal ins Grüne und hole uns ein paar Würmer. Ich komme mit. Ich habe Schaufel. Ich habe einen Bohrer. Ey, ich habe Schaufel, Alter. Oh, ich habe den Bohrer. Bohrer. Da geht's ganz schnell Würmer. So, und schon bin ich im Grün. Weißt du, ich will kein Püree haben aus den Wurm. Ich will Schaufel. Also, handgegrabenen Wurm. Was? Wer? Wo? Warlock. Das ist mal ein klangvoller Name. Warlock, schönen guten Abend. Danke für den Follow. Ich bringe Tigerkatze mit. Tiger. Ja, du hast einen Bohrer. Ich habe nur Schaufel. Tiger ist tot. Das war kein Bohrer. Was habe ich mitbekommen? Das war ein Tiger. Und Tiger ist ganz empfindlich bei Uranmunition. Da sagt der Tiger, gute Nacht. Shinna, wie siehst du das? So, Mahlzeit. Hätte ja sein können. So, ich habe 26 mal so eben ausgegraben. Ich habe auch Wurm. Hast du Wurm? Das ist gut. Also musst du ja mindestens 2 Felder tief für Wurm. Ach so, ist das so, ja? Ja. Okay. Oh, jetzt kommt mehr Wurm. Wie funktioniert denn das hier in diesem Spiel dann überhaupt mit dem Angeln? Hä? Dann mache ich den Wurm, sage ich, ich kann ihn essen. Wie montiere ich den Wurm denn an die Angel? Muss ich gleich mal gucken. Gar nicht. Wird, glaube ich, automatisch eingehakt. Ach, meinst du? Okay, also wieder zurück zum Wasser, ne? Also kommen wir doch gleich hier. Hier ist ja direkt. Siehst du ja, wenn die Angel in die Hand nimmst, siehst du auch, ob das Gewässer geeignet ist. Aber was? Oh, ich sehe einen Händler. Glaube ich. Da drüben auf der anderen Seite. Das wird wohl einer sein, denke ich mir. Dann sieht man, ob man das Wasser, ob das Wasser geeignet ist. Woran? Genau. Taste R und dann hast du... R? R für Reload. Dann hast du auch einen Wurm benutzt. Ich glaube, ich muss erstmal eine Spinne ausschalten. Aber wie sehe ich jetzt aber angelt? Ich sehe keine Schnur, ich sehe keinen Schwimmer. Schnur siehst du auch nicht. Ja, wie lange muss ich das Ding jetzt reinhalten, bis ich... Der Köder muss im Gürtel sein. Probieren wir mal aus. Jetzt muss ich linke oder rechte Maustaste drücken wahrscheinlich, ne? Mit der Angel, ne? Oder? Ja. Ah, oh. You threw a lure into the water. Okay. Addicted. Was? Ach so, ich bin abhängig vom Angeln jetzt geworden oder was? So, da kommt so ein Angelsymbol. Siehst du da links so einen Haken? Ja. Ja. Und du kannst vorher genau, aber, und er sagt, ja, das ist ein nice Spot, also das genau, ist ein guter Platz zum Angeln. Aber er benutzt die Köder gerade nicht. Er benutzt die, nein, den musst du benutzen.
Nee, denn die Regenwürmer benutzt er nicht. Bei mir hat er benutzt, der war nicht im. Oh, ich hab was. Ja, wie benutzt du die? Wie benutzt du die denn? Du musst den Regenwurm im Inventar, also im Inventar, nicht im Gürtel haben. Da hatte ich die vorher, aber. So, ich schmeiß mal ein bisschen Lure aus. Mit welcher Maustaste soll denn das gehen? Was denn? Rechte Maustaste. Mit der rechten Maustaste passiert bei mir gar nichts. Wenn man den Lure im. Er sagt, man, I can't fish here. So, verstehe ich nicht. Jetzt sagt er, ich bin nass. Also ich bin schon ins Wasser gegangen. Am Rand passiert gar nichts. Ja, muss ich aber. Er sagt, sieht nach einem vernünftigen Spot aus. Jetzt sagt der Man, I can't fish here. Also, wenn du einen Platz fasst, wo er sagt, das sieht nach einem guten Spot aus. Habe ich jetzt gerade, ja. So, ist eigentlich die ganze Küste. Schaffst du dein Lure in deinen Gürtel und gehst auf den Lure und drückst rechte Maustaste. Dann kriegst du einen abgezogen und links siehst du so ein Symbol, sieht aus wie so ein Fisch mit so einem roten Kopf. Dann ist ja, den habe ich die ganze Zeit über schon, ja. Okay. Bringt mir aber trotzdem nichts, die Angel funktioniert halt einfach nicht. Weder mit der linken noch mit der rechten Maustaste. R drücken und dann senkt er sie ab. Und dann zappelt es irgendwann an der Angel. Nee, mit R passiert gar nichts. Hast du im Rucksack sozusagen die Regenwürmer? Mhm. Dann müsste es gehen. Looks like a nice spot. Das sieht nicht abgesenkt aus. Nö. Das funktioniert nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo du hier stehst, aber vielleicht kann man in der Wüste einfach nicht angeln, das glaube ich eher. Nö, das ist davon unabhängig. Das funktioniert bei mir nicht. Also, dann geht der Teil des Spiels bei mir nicht. Dann müsst ihr das bei Asak im Video angucken. Es funktioniert hier einfach nicht. Ich hab hier auch noch nichts Gescheites gefangen. So ist es nicht. Er senkt die Angel nicht ab, irgendwie so. Komm mal einfach her. Komm mal hierher, wo ich bin. Hier ist ein guter Spot. Also die Angel hängt ja immer senkrecht fast in der Luft. Das kannst du knicken. Komm mal her zu mir. Ich war eben schon 10 Meter drin, Bloodborne. Nein, funktioniert nicht. Nicht reingehen ins Wasser, sondern ans Ufer. Ja, es funktioniert nicht. Keine Chance. So, da gehst du in die Hocke, sitzt davor. Und genau, und dann drückst du mal R. Einmal R gedrückt halten. Ja, okay, habe ich jetzt gemacht. Jetzt hat er die... Guck mal an. Es wackelt, ich habe was dran. Was mache ich jetzt? Muss ich per Hand raus? Linke oder rechte Maus, also ich weiß nicht mehr, tausendprozentig. Okay. Irgendwann hast du vielleicht Glück und du hast einen Fisch. Ich hatte nämlich keinen Fisch. Okay, was immer es war, sagt er, ist es abgehauen. Okay. So. Das ist ein nice Spot, der ist auch noch gut. Muss man vielleicht in die Hocke gehen, dass es daran liegt, dass das nicht ging, wenn ich nicht in die Hocke gehe? Hocke. Ja, okay, das waren die Informationen, die habe ich erst bekommen, als ich neben dir gehockt habe. Yep. War das nicht die Leertaste? Leertaste ist doch springen, oder? Leertaste ist eigentlich springen, ja. Oh, da hängt was dran. Oh, jetzt weg. Muss man sofort reagieren, ne? Wenn er da... Eigentlich ja. Okay. Aber hast du links gedrückt oder rechts? Jetzt eben gerade gar nicht, weil ich nicht schnell genug fahre. Agent Smith? Ach so, vergiss es. Hier kommen gerade, bei mir kommen jetzt 4 Follows rein hintereinander von vor 19 Stunden, von vor 2 Tagen. Okay. Ah, linke Taste. Wenn sich die Angel oben bewegt, linke Taste? Ja, da hatte ich bisher noch gar kein Glück. Aber wir haben im Fishing ja auch noch gar keinen guten Skill, ne? Das wird ja erst. Also ich hatte jetzt was dran, aber jetzt ist es wieder weg. Ich weiß nicht, wie ich den dann vom Haken abnehme. Ach, dann die rechte Maustaste. Alles klar. Also die linke zum Rausziehen und dann die rechte Maustaste. Und dann, also links, rechts, also so klick, klick. Mhm. Ja, genau. Ja, mal gucken, ob ich was hinkriege. Also mit der rechten musst du dich nicht beeilen. Das geht dann, aber um ihn abzunehmen. Sonst ist er irgendwann von alleine weg, so nach 10 Sekunden oder so. Ich habe aber nur so einen namenlosen Fisch gehabt. Ich habe gar keinen Fisch.
Da kommen wir mal hier an die Stelle, wo du mich hier angelernt hast. Ich habe ja hier auch einen guten Spot. Jetzt bitte einen Knuddelfisch fangen. Oh ja, einen Knuddelfisch. Ich bin in der Hocke. Deswegen habe ich ja Meditation. Genau. Sonst hätte ich keine Meditation. Toll, nee. Nino, ne? Sieht nur dann. Also ich habe jetzt schon drei Fische. Hi. Willst du nicht doch mal herkommen? Ich habe drei Fische hier. Nein. Doch, habe ich aber. Jetzt habe ich einen. Ah, sehr schön. Ja, ich habe jetzt einen Rudi-Fisch. Nee, Rod-Fisch. Ein Rudi-Fisch? Ein Rudi-Fisch. Ich nenne ihn jetzt den Rudi-Fisch. Er heißt Rod-Fisch, aber ich nenne ihn Rudi-Fisch. So, also geht, man muss halt nur links rausziehen und dann sieht man, dass ein Fisch dran ist oder er ist eben weg. Und meistens war, also bisher war er bei mir immer weg gewesen. Jetzt war er mal dran, mit rechts dann, ja, so wie jetzt, weg ist er. Pech gehabt. Es gibt nur ein halt Rudi-Fischer. Es gibt nur ein Rudi-Fischer. Ein Rudi-Fischer. Es gibt nur. Naja, okay. Ich sehe, dass du bei mir bist. Mit der Angel wedelst. Ja. Oh, Köder ist ausgegangen. Wenn wir gleich nochmal neu rauswerfen. Damit sie besser beißen. Das erhöht nämlich die Chancen. Sieht man beim Köder, wie die Chancen auf was sind. Und immer in die Hocke gehen, ne? Denk dran, denken. Ich Chiriato, gute Nacht. Da mir, aber sowas von. 2200 in der Schatztruhe. Vielen lieben Dank für die Bits. Mega. Ist wie Knuddeln für mich. Hier, ich mal, wenn wer wegschaut, ist ein Fisch dran. Ist das so gewesen? Ach, Mist. Also, ich werfe mal einen Köder rein. So. Und erneut fischen. Meine Angel verbraucht sich nämlich auch. Die geht nämlich langsam kaputt. Aber das ist ja auch eine Rotzangel. Die ist ja noch nicht mal gelb. Die ist ja weder grün. Also, ich habe zwei kleine Fische. Also, steht einfach nur Fisch und dann habe ich drei Big. Und drei Big Fish habe ich hier. Was? Ja. Ich habe jetzt einen. Ich habe einen Müllsack? Ist ja jetzt nicht wahr. Der holt die dicken Fische raus und ich kriege einen Müllsack. Leck mich doch. Ey, ich meine, es ist ganz traurig. Ist das. Jetzt werde ich im Fischen auch noch nass gemacht. Da war doch eben ein Fisch dran. Ja. Oh. Pio, musst du schnell reagieren. Da gibt's nichts zu lachen, Barak. Nicht lustig. Nee, im 500 war der Lachs, musst du beim Hardcore-Event mitmachen. Ich würde aufpassen. Aha. Genau. Als Maskottchen. Wo jeder draufschießen darf. Na komm, beiß an. 90 Grad? Was ist das für ein Mist? Du hast 26 Köder schon rausgehauen? Ehrlich? Nee. Nicht Köder, Regenwürmer. Das kann sein. Weil ich hatte ja nur 9 irgendwo. Ich habe mir jetzt gerade neue besorgt. Ich hatte nicht so verstanden, dass du eine neue Regenwürmer holen musst. Naja, also jedes Mal drücke ich. Also, wenn es nicht geklappt hat, musst du ja jedes Mal R drücken. Sonst wird das nichts. Schon wieder so. Nichts. Wollt ihr auch später ein Aquarium bauen und habt ihr zu wenig Platz dafür? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Aquarium noch da ist, ob es das noch gibt. Es gab wirklich ein Aquarium, ne? Ja, es gab mal eins. Ja, ich habe nur noch 29 Regenwürmer. So, und wieder einen Müllsack gefunden. Habe ich ein Glück. Den behalte ich jetzt im Inventory. Nicht meine Angel ist hinüber. Ja. Aber ich habe ja noch eine kleine Angel. Level 2 habe ich ja noch. Die werde ich sonst auch gleich rausholen. Der Fisherman ist dadurch ja ein bisschen besser geworden. Also das ist ja, tja, das war's zum Thema Angel. Warum lässt er die jetzt nicht raushängen hier? Ich habe keinen Bambusstab mehr. Ich sehe hier auch gerade keinen Bambus. Aber Bambus müssten wir hier irgendwo finden. Ja, sehe ich aber gerade nicht. Das ist Tabak. Okay, so, jetzt aber. The Pain. Guten Abend, vielen Dank für den Follow. Ah, ich habe einen Fisch bekommen. Ja, klar. Das ist mein echter Follow wieder.
Oh, ist irgendwie ganz lustig. Better than nothing? Food is food? Was? Ach so. Bezog er das auf den kleinen Fisch da, ja? Angelt er denn jetzt? Er angelt auch noch, ne? Die ist. Wenn er aufhört zu warten, dann richtet sich die Angel ja eigentlich auch automatisch wieder auf, ne? Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass sich da gerade noch was tut. Denke ich mir. Da hinten explodiert's. Ich will hier nur den Bambus haben, sonst will ich hier gar nichts. Deine Fische explodieren? Nee, da hinten ist ein Militärlager, da fliegt gerade alles hoch. Warum denn? Was machst du denn da? Nicht, weil da irgendwer kommt. Wir können aber nochmal nach Krokodilen gucken. Das Aquarium ist klein und süß und verbraucht nicht viele Ressourcen. Guck mal, da mal nachgucken im Inventar. Ja, du brauchst ein paar Fische dafür. Also ich weiß nicht, ob es immer noch geht. Du probieren wir aus. Wollen wir Lan so einen Fisch in seine Kiste packen und ihm nichts davon erzählen? Der wird sich irgendwann freuen dann, wenn er die aufmacht. Ich habe Bambus gefunden. Mhm. Du. Yep. 7. Okay. Jo, kein Pro. Was? Er ist auf jeden Fall jetzt auch noch hier. Das ist schön. Okay, wie kommen wir am Blei ran? Ganz einfach, Ressourcensteine. Das sah irgendwie komisch. Ja gut, aber ich hocke jetzt halt. Dann kann ich ja gleich wenigstens. Danke für den Hinweis, GWS Deluxe. Sie hat am Anfang ein Problem mit dem Angeln. Ich habe keinen Ducktip und ich habe keinen Glue. Kann ich auch keine Bambus herstellen. Aber wir sind hier direkt in einer Stadt. Außen ist da drüben ein Händler auf der anderen Seite. Ich sehe hier einen Händler. Ich behaupte, das ist ein Händler. Wenn du in meine Richtung kommst, wo ich stehe. Und da, auf der anderen Wasserseite. Das müsste ein Händler sein. Tetzlin Übermensch. Und John, danke für die Follow. Schönen guten Abend. Na komm, ein Fisch geht noch. Den will ich jetzt noch eben mitnehmen. 1922, dann müssten wir auch gleich mal rüber zu dem Händler. Asrak. Mhm. Okay, ich komme mal hoch eben, gehe zu meinem Minibike hin, das ist ja irgendwo in die Richtung. Ich habe jetzt gerade mal aufgehört zu angeln. Ja. Dann können wir ja irgendwas haben wir bestimmt, was wir denn verkaufen können, oder? Daheim haben wir Millionen im. Hi. Lass uns hier nochmal eben kurz. Ich plündere hier nochmal eben kurz dieses Gebäude hier. Hi. Grüß dich. Pass auf, ich versuche nochmal eben was zu besorgen für. Hier gibt es doch was zu looten. Guck mal, drei Münzen und ich habe ein Safe gefunden. Das Aquarium gibt es noch. 3 Fische brauchst du dafür. Habe ich. Das Aquarium gibt es noch. Okay, ich habe auf alle Fälle was, was wir eben verkaufen können, dem Händler. Da werden wir bestimmt was Ducktape-mäßiges für kriegen. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ich gehe nochmal eben kurz in das Haus und guck mal nach, was da drin noch ist. Haus kurz. John, danke für den Follow. Wahrscheinlich willkommen sogar in der Community, willkommen im Team hier. Wahrscheinlich sogar dasselbe Haus. Nee, du musst aber bei den Nachbarn irgendwo sein anscheinend. Oh, hier ist ein Duck Polizist. Oder Clue. Hier war ein Polizist drin. Ja, nee, ich sag, ansonsten alles mitnehmen und dann verticken wir es beim Händler. Da kriegen wir ja bestimmt Ducktape oder Glue oder beides. Du. Denke ich mir mal. Hm. Naja, ich nehme jetzt doch nicht alles mit. So Farbtöpfe und sowas lohnt sich jetzt auch nicht. Nur wir müssen halt sehen, dass wir dann gleich rüberkommen, weil sonst macht er ja auch dicht, ne? Der Händler. Petzlin, Übermensch, ja, vielen Dank für den Follow, Dankeschön, willkommen im Team, willkommen in der Community hier. Also ich habe jetzt für 400 kann ich jetzt was verticken. Okay. Passt schon. Lass mal rüberfahren.
Sekunde. Du hast den gesehen, ne? Da wo du geangelt hast, wenn du darüber guckst über die Seeseite, ja, dann müsstest du den Saal sehen. Ja, okay. Ich fahr da schon mal hin. Ich komme gleich. Ich muss nur im Haus noch ein bisschen aufräumen. Mhm. Ups. Ferale? Was schwebt denn da? Okay. Ah. Wir sind übrigens schon wieder bei 25 Minuten. Herr Karsa, okay. Wollen wir uns dann verabschieden? Ja. Mit einem Cliffhanger, ob wir es noch rechtzeitig zum Händler schaffen. Und ob der überhaupt das hat, was du brauchst. Machen wir das. Okay, ja, bis dann. Machen wir das. Macht's gut. Ciao. Tschüss.